So. Auf in ein neues Abenteuer, genau. Da liegt schon eine Ziege. Ja, normalerweise ist schade, dass man die nicht greifen kann. Aber die ist schon tot. Naja, brennen tut die bestimmt auch. Ja, klar. Zack. Schon mal hier so ein First Aid Kit eingepackt. So. So. Aber bis jetzt habe ich zu lang durch die Fixierung des Kabels habe ich keinen Kabelbruch mehr. Keine Verbindungsprobleme zumindest. Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe. Ja, aber nur so ein Kabelbruch. Also du meinst an der Sollbruchstelle da? Ja, ja, genau, an dieser Befestigung von Halterinnen vom Kopf. Ja, genau. So, dann lasse ich mal die ersten raus, ne? Ja. Mach das. Schlüssel habt ihr mitgenommen? Ja, den habe ich ja, sonst hätte ich es ja nicht rauslassen können. Na komm, komm. Immer durch die Tür. So. Ich nehme den Benzinkanister schon mal. Wo seid ihr? Wo sind sie? Die sind schon wieder durch den Loch alle verschwunden. Die sind alle, ja klar, weg. Du musst jetzt Obergeschoss erstmal, also. Oder Untergeschoss Schlüssel, genau. Hab ich. Hast du? Alles klar. Ja, sollte so. Nochmal Strom mitnehmen. Hier ist noch eine Batterie, falls einer will, im Regal. Ah, ich suche erstmal die Sachen. Ihr dürft das jetzt erstmal so machen. Also ich mache jetzt erstmal Sachen suchen und ja, so. Ja, alles klar. Und wir machen erstmal Schlüssel suche und Räume aufschauen. Alle Heilungskits und so. Ach so, wir haben den Schlüssel. Man hat den Schlüssel er hat den Schlüssel. Nur derjenige, der den Schlüssel hat, kann es öffnen. Das ist ja auch noch das Coole daran eigentlich an dem Game. Ich dachte, er hat es geöffnet. Achso, jetzt kommt hier unser... Nee. Genau. Dann kann ich jetzt wieder weiter und dann kann ich hinten durch und dann schnell den Ziehkanister. Den packe ich auch schon mal hinten hin. So, dann habe ich jetzt noch den Gemeinschaftsbadezimmer. Sehr gut, das Gemeinschaftsbadezimmer ist unten. Ich habe jetzt zum Beispiel den Fernsehraum aufgemacht, ohne einen Schlüssel zu haben. Aha. Ja, der Fernsehraum, der geht auch mal ohne, habe ich auch schon gemerkt. Das ist immer unterschiedlich, welche Türen verschlossen sind. Okay. Also so. Das ist variiert, das finde ich auch nice gemacht an der Sache, weil nicht das gleiche Schema immer zu haben. Ja. So wie bei After the Fall, wie die Wellen kommen. Ja. Ja, das ist ja auch immer unterschiedlich. Das finde ich einfach anspruchsvoller und interessanter als nur ständig die eine selbe Welle. Es ist ja wie eigentlich... Ja, wenn du das dritte Mal gemacht hast, weißt du schon genau, jetzt kommt er von links, jetzt kommt er von rechts. Genau. Genauso wie mit, klar, bei Speedrun ist der zum Beispiel, was du machst, mal den... Hast du es eigentlich geschafft? Jetzt den Dings? Nein, ich muss mir jetzt genau ausdenken, wie ich das jetzt im Endeffekt am logischsten angehe, wie ich am wenigsten Zeit verbrauche. Und das ist... Was habe ich? Keller. Weil ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber das ist ja eigentlich nur nach genauem Schema. Also es bedeutet, das Spiel hat keine... Du kannst schon Variationen reinbringen, aber ich sag mal so, du hast immer dieselben Wege eigentlich nur zu gehen. Ja, genau. Also beim Speedrun in Half-Life Alyx da geht es denn darum, dass du wirklich jede Zeit optimierst, dass du wirklich jeden Gegner quasi weißt, wo er steht, wo er kommt, was er macht und der Inhalt ist halt ein anderer, ne? Aber ich muss sagen, das Level, wo aber ich jetzt auch bin, prügeln musst einfach. Ja, aber das Level, wo ich jetzt bin, da muss ich halt wirklich 6 Aufgaben erfüllen. Und das Problem ist, diese 6 Aufgaben, die lassen sich quasi überhaupt nicht optimieren. Und da muss ich jetzt quasi mal um mal spielen und gucken, wie läuft es schneller? Wie kann ich da unter Umständen nochmal 20, 30 Sekunden rausholen? Weil der Level, so ich verbrenne jetzt mal die erste. Eine können wir ja, glaube ich, reinschmeißen. Ja, so. Schmeiß ruhig.
Ich glaube, drei können wir schon reinschmeißen, aber wenn ich mich nicht irre und ich es gut im Kopf noch habe, hieß es aber auch, desto öfters du sie blendest, desto sauer wird sie auch. Du linderst nicht damit die Qualen, sondern erhöhst die Qualen sogar. Wenn ich das so richtig verstanden hatte. Ja. Das heißt also, sie wird jedes Mal stinkiger. Genau, mit jedem, sag ich mal, UV-Angriff auch. Nein, sie ist bei mir. Hä? Ach, bist du im Keller? Ja, ich bin gerade im Keller gewesen. Jetzt gehe ich gerade wieder raus. Sie ist beruhigt. Ui, sie steht direkt neben mir. Nein. Ich habe gerade reingeguckt in den Keller. Die steht so hinter der Tür. Ich gehe mal einfach hoch. Dachboden? Oder ist da jemand schon im Dachboden? Nee, da war ich noch nicht. Nein. Alter, jetzt habe ich gedacht, die Tante steht hinter mir. Sonst liegt hier gerne mal ein Schlüssel, aber hier liegt sonst... Nee. Aber egal. Ich gehe jetzt wieder runter und... Na, welchen... Kein Schlüssel. Okay, ich habe keinen Schlüssel. Bringe ich erstmal den Benzin runter. Ich habe noch nicht benutzt das Gemeinschaftsbadezimmer. Gemeinschaftsbadezimmer. Das kann eigentlich nur oben das eine sein. Oben, genau. Im ersten OG. Aber mal gucken. Ah, das ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug Benzin. Jetzt lege ich nochmal ein paar. Also hier ist kein Schlüssel. Ah, da ist ein Schlüssel, alles klar. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Hauptschlafzimmer. Hier ist auch noch eine. Hauptschlafzimmer ist, glaube ich, auch oben, ne? Ja, jetzt wollte ich ja erstmal gucken. Frühstücksraum. Gemeinschaftsbadezimmer, Frühstücksraum. Den brauche habe ich auch noch. Frühstücksraum ist unten. Ist unten beim Kellereingang, glaube ich, in der Nähe. Da müsste der Frühstücksraum sein. So, was habe ich jetzt gehabt? Hauptschlafzimmer. Kellereingang in der Nähe. Das müsste oben sein. Jetzt muss ich noch die letzten 10 Kanister sammeln und dann haben wir alles vorhanden. So, 7 habe ich, 3 fehlen mir noch, 3 Kanister. Oh. Okay, dann bloß noch Fehlschlag. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Aber ich habe den Frühstücksraum noch nicht gefunden. In Angriffsmodus? Nee, die Tab hat da ganz ruhig durch die Gegend. Das ist der Fritten. Nee, also im Schlafzimmer ist auf jeden Fall eine Ziege. Gut, Schlafzimmer ist ja oben. Genau, wenn ich jetzt irgendwo noch mal so ein bisschen Stroh habe. Heu? Ja, genau, da ist ja was. Heu liegt vor der Eingang. Ich lege vor der Eingang Heu. Alles klar. Ach, da haben wir doch. Wie gesagt, ich mache erstmal die Gegenstände alle. Ich gucke mal, da ich alle Benzinkanister finde. Eine und so. Eine habe ich noch. Hä, wo ist die doofe Ziege jetzt hin? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die rausgelaufen. Ja, ich höre dich, Kai. Ey, jetzt ist die Ziege weggelaufen. Ja, pass auf. Wir müssen mal gucken, wo. Sonst haue ich mich wieder. Ganz kleinen Moment. Eine Ziege muss ich jetzt eben schnell verbrennen, sonst bin ich die wieder los. Dann kann ich. Oder hast du die gerade geholt aus dem Schlafzimmer? Nee, die war irgendwo im Flur. Ah, das so, kann aber eine sein. Eine verbrenne ich jetzt noch, ne? Ja. Achtung, Marin, sie wird sauer. So. Gar nicht. Komm zum Feuer zurück. Genau. Und bleib da stehen. Und ich pass kurz auf dich auf. Will dich einfach hier. Und dann passe ich kurz auf dich auf einfach. Nicht, dass ein Krabbler kommt oder so. Oder sie kommt. Okay, ich lock sie erstmal weg.
Es geht schließlich um die Ziege. Ja, es geht um die Ziege. Genau. Das ist ja nicht einfach nur so Larifari. Es geht hier um die Ziege. So. Wir müssen unser Ritual vollenden. Ja. Ja. Ist sie schon wieder hinter mir? Nein. Nein. So, bist du wieder da oder was? Ja, ja, ich bin wieder okay. Da. Alles klar, so. Gut, dann kann ich das nächste holen. Wo ist jetzt die... Warte, war nicht im Keller auch eine Ziege? Hab ich da nicht was Doch. Gesehen? Ich glaube, da war auch eine, ne? Die blöden Viecher, die bleiben ja auch nicht da stehen, wo sie sind. Nee. Nein. Ja, auch zu einfach. Sie ist schon wieder unterwegs. So. Im Keller ist auf jeden Fall noch eine... Hi. Hi. So. Oh, das muss ich aber beeilen hier. Ja. Warum? Hinterher. Nee, also ich sehe sie nicht bei also dir. Also eben gerade war sie noch im Keller gewesen. Jetzt ist sie aber vorne raus. Die ist wieder dann weg. Ist schon wieder rein, dann ist sie schon wieder rein. Nee, sie läuft hier hinten rum auf dem Grundstück. Ja, dann lasse. Einfach laufen. Ich passe auf sie auf. Geh mal weiter. Sie kommt jetzt. Auf jeden Fall. So. Komm. Also, schlimm sie nicht. Wo rennt die denn da? Ich bin jetzt erstmal wieder rein. Ich muss ja sehen, dass ich hier irgendwo noch eine Ziege kriege. Die hat sich durch den Zaun gebackt. Ja, die kann das. Die sich wirklich durch den Zaun. Die hat sich da durch den Zaun gebackt. Jetzt kommt's aber. Oh je. Deshalb ist sie sauer gemacht. Wo ist sie? Bei mir. Ja, bei dir, sagt. Hintereingang, Vorder. Hinten draußen. Vordereingang draußen. Jetzt kommt zu hinten zum Ritual. Platz wie ich. Okay, aber irgendwie haben wir. Ich hab's dir, glaube ich, abgewehrt. Wie viele Ziegen haben wir? Zwei. Ich kapier's nicht, wo die Dinger rumschwirren. Weil eigentlich ist jetzt ein guter Raum auf, ne? Drei Ziegen müssen noch unterwegs sein. Dann müssen wir erstmal den oberen Käfig aufmachen. Okay. Ja, okay. Macht das immer. Ich bin in der Zeit am Sammeln. Aha, hier ist noch Schlüssel. Lesesaal. Zu viele Sachen noch Na, zu da finden. Bin ich doch gerade dran vorbeigerannt. Sprit. Sprit kann man immer gut gebrauchen. Und eine Ziege ist im Lesesaal. Ja, wo meistens auch Schlüssel sind, also benötigt wird meistens immer so Ziegen drin. Kann man noch reintun, ne? Wie bitte? Ja, dann haben eine wir vier. Eine können wir noch reintun. Dann haben wir vier, oder? Ne, drei. Dann haben wir drei, ja. Drei nee, haben wir. Halt. Ja, dann haben wir drei. Ja, zwei haben wir schon. Man kann es aber auch so schlecht auseinanderhalten, wer jetzt gerade neben einem steht. Klar, der eine ist ein bisschen fülliger und der andere ist ein bisschen schlanker. Aber wenn man so... Schlank! Wenn man so aneinander vorbeigeht, es ist wirklich... Ja, es ist schwierig zu sagen, der oder der ist es. So eine verbrenne ich jetzt noch, ne? Ja. Und da ist sie wieder sauer. Und sie ist eben irgendwo. Da ist sie. Komm her. Komm. Lass dich betäuben von uns. Du leuchtest immer nach unten bei mir. Komisch. Nein. Oh. Hat sie einen von okay, euch? Beim zweiten Mal sie nicht mehr so nett. Dann kriegt sie nämlich rote Augen, habe ich jetzt mal bemerkt. Oder hat sie immer rote Augen? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich glaube, die hat eigentlich immer rote Augen. Wer ist oh, jetzt Scheiße. Wen hat sie geholt? Ja, Jan, ich, ne? Ja, ich habe sie einmal abgewehrt und dann bin ich nicht weggerannt. Ich wollte mal gucken, ob ich sie nochmal abwehren kann, aber...
Ach so, direkt. Ein zweites Mal funktioniert es nicht. Du kannst es nicht zweimal hintereinander. Du bist oben auf dem Boden. Das geht nicht. Ja, ich komme ganz oben. Ach so, jetzt bin ich schon oben auf dem Boden. Ich komme ein bisschen runtergekrochen. Ist denn oben ein Pack? Ach so. Nee, ne? Ich habe ein Pack. Ich gucke gerade. Nein, ist keins. Ja, dann, da ist kein Pack. Dann tut's mir leid. Dann kann ich erstmal nichts tun. Ja, der macht aber auch einen Sound. Ja, nicht einen auf WLAN. Ach, Frank. Danke. Sehr nett von euch. So. Ich habe keinen Schlüssel bis jetzt gefunden. Ja, ich habe ich brauche noch diesen Gemeinschaftsbadezimmer und den Frühstücksraum. Die Schlüssel sind noch nicht benutzt. Pass auf, Frühstücksraum, komm mal mit. Ich bin hier, dann der mit der Lanke wedelt. Du bist ein tiefer, ja, genau. Das bist du, ne? Ja. So, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Frühstücksraum. Der ist, achso, hier durch. Und eigentlich... Nee, warte mal, bin ich jetzt doof? Scheiße. Nein, der Frühstücksraum ist hier, unten im Erdgeschoss. Sind wir doch. Nein, ihr seid nicht da, wo ich bin, komm. Da. Ach, ein weiter. Das ist ja, der. Genau, genau. Da, wo, ja, Gemeinschaftsraum. Das ist er. Oh, zwei gleich Kriecher hier. Achso, ich dachte schon zwei Kriecher. Ziegen. Und eine Ziege. Alles klar, ich bin mit Stroh auf dem Weg. Komm her, du Ziege, du. So. Das heißt, die kann ich ja noch reinschmeißen, ne? Die ist ja noch easy going. Das ist die vierte dann. So, jetzt brauche ich noch das Gemeinschaftsbadezimmer. Das ist oben beim Schlafzimmer, glaube ich. Nee, das ist das. Nee, das ist das Hauptbadezimmer. Genau, das ist das Hauptbadezimmer, genau. Das Gemeinschaftsbadezimmer ist im Erdgeschoss, oder? Nee, ist nicht im Erdgeschoss, irre ich mich. Oder? Na, wo waren das jetzt nochmal? Das nicht hier? Nee, das war doch dann oben eins. Oh, sie ist hier oben auch. Kann das nur... Hi Mädel, ich komme an dir vorbei, gell? Wird es nichts ausbauen. Hm, da ist es nicht, da ist es auch. Hier ist es, hier ist es, hier ist es. Oben auch, hier, 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 ruhig, leichter. Oh nein. Oh, er hat die nächste. Warte, warte, warte. Komm her, Mädel. Eine volle Ladung gebe ich dir. Und dann weg hier. So. Bring mal die Kanister nach hinten. Ja. Also, dann hole ich mir erstmal eine Battery. Und dann... Hä? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ich hatte doch hier unten noch eine Batterie gesehen. Oh, scheiße. Scheiße. Ich hab sie betäubt. Ja, das geht jetzt. Und dann weglaufen und gleich, weglaufen. Gleich direkt. Weglaufen dann. Ich versuche nochmal ein zweites Mal. Die hat mich gleich. Jetzt hinter mir her. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hab dich abgewehrt. Ja, komm. Alles klar. Los, 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 los. Ja. Rein. Aber einen hoch. Einen hoch war das, ne? Das Gemeinschaftsbadezimmer. Nein, unten. Oder? Unten, ja, unten ist eigentlich schon. Warte. Nein, das. Unten ist eigentlich schon gar keine Tür mehr. Nein, oben war das, genau. Es war eins oben. Komm mit. Mensch, Mann. Boah, sorry. Hier bei mir, Anna. So. Wo bist du? Wo bist du? Komm hier rein und dann hier rechts. Ja. Und eine Ziege war hier auch. Hab sie. Ziege habe ich. So, und Schlüssel habe ich auch noch. Den Dachbodenkäfig mache ich jetzt auf, ne? Ja. Wie bitte? Aber das war jetzt nicht das Badezimmer. Nein, das ist da hinten, das hier. Alles klar. Das ist das Gemeinschaftsbadezimmer. So. Ich werde, glaube ich, aber die Ziege jetzt noch nicht verbrennen, oder? Ist aber an, das Feuer.
Okay, oh, jetzt kommen dann die nächsten. Jetzt dann kommen müssen die nächsten. Sie. Ja, und sie sind gleich alle wieder verschwundibus. Ja. Man kann tatsächlich überhaupt nicht sehen, wo sie hinrennen. Die suchen sich irgendwo ein Loch. Ja, die gehen auch durch die Löcher in der Wand. Hier im Kaminzimmer ist eine. Ja gut, die kann ich jetzt noch verbrennen. So, wo ist das Kaminzimmer? Bis dahin ist es noch leicht. Man macht das Feuer mal nicht an. Ja. Dann packe ich nur eine rein. Genau. Cool. Lucy ist sauer. So, eine Ziege habe ich noch. Scheiße, das hat nicht gereicht. Wo bist du? Ums Haus. Also ich Rückseite? Komme gerade in deine Richtung. Halt, stopp, aber die trägt mich gerade rauf. Warte, wo bin ich hier? Ach, die geht's rauf auf den Boden, ja. Ja, ich nehme an ihrem Dachboden. Also ich hab ein Pack auf Tash und ich gehe mal gleich hinterher. Und ich habe gerade draußen vorm Haus noch eine Ziege gesehen. Ja, die habe ich gerade in der Hand. Ziege, die du draußen vorm Haus gesehen hast, die ist geh mal, geh mal das war deine, genau. Geh mal, und hier oben auf dem Flur steht auch noch eine. Michael, geh mal auf die Rückseite. Die Treppe auf der Rückseite. Ich bin jetzt eine runter, jetzt bin ich auf dem Flur, wo die Ziege ist. Ach so, na dann kann ich dich jetzt auch holen. Also wir haben genug Kanister hier hinten, auf jeden Fall. Wir haben Kanister hier hinten. So, wir haben auch noch genug Heu hier hinten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Heu ist auch hier hinten im Altar. Ja, also hier ist eine oder ihr sucht Ziege? Vorne noch. Ja, ich habe aber kein... Oh, das ist doch scheiße hier. Ja, ich geh mal runter. Nee. Pass du mal auf, dass die nicht wegläuft. Ist sie denn überhaupt da? So, jetzt habe ich Heu. Ja, ich bin im Spielzimmer. Jetzt geht sie wieder auf den Flur. Ah, da ist die Tante. Ja. Da, wo ich bin, ist die Ziege. Ja, alles klar. Aber die kommt hinter mir her. Eigentlich war sie da. Wo ist sie? Okay. Da kommt ein Kriecher. An mir ist sie nicht. Okay, ich gehe jetzt runter mit einer Ziege in der Hand. Oh, scheiße. Allerdings habe ich tatsächlich das Problem, ich habe nur noch eine halbe Taschenlampenladung. Das heißt... Das Problem ist, mein Vieh, sie kommt mir gerade hinterher. Ach so. Okay. Nein, scheiße. Hat sie dich? Nein, hat sie. Ja, hat sie. Nein, sie hat nicht immer rote Augen. Okay, sie hat weiße Augen am Anfang. Ich verbrenne jetzt direkt eine. Ja, hinten ist noch eine, gell? Ja, die zweite kralle ich mir gleich. Und dann würde ich sagen, müssen wir eine Strategie machen. Sonst. Weil sie wird das gleich wieder sauer. Schau mal, wo du bist. Guckt, dass ich euch entgegenkomme. Und Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ich komme zu dir gerade. So, Nummer 7 lege ich rein und zünd sie nicht an. Ja, bitte. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt nur noch 3 sammeln. Genau. Hast du ihn gerettet? Ja. Er hat mich gerettet. Jetzt müssen wir noch die 3 sammeln. Okay. Ich habe eine gefunden, eine Ziege. Hast du Stroh? So, ein. Hol dich gerade. Oder hast du Stroh? Nee. Ich hab Stroh. Warte. Hinter dem nächsten Raum vom TV-Raum. Links rein. TV-Raum und den nächsten Raum. Links. Ach, was sind jetzt meine. Ja, hier ist es. Genau. So. Los, nimm das jetzt hin da. Okay, die Ziege hab ich. Sehr gut. Ich suche in der Zeit nächste Rollen habe ich. Das wird aber auch bedeuten, dass ich jetzt eigentlich direkt wieder eine verbrenne und wieder eine reinlege. Warte mal. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziegen.
Ja, ab 6 wird sie richtig, also ab 6 wird sie noch wilder. Also sie ist jetzt schon gereizt. Extrem. Ja, aber wir müssen ja trotzdem... Doch, pass auf. Wir können ja nicht die alle hier hinlegen. Oder lass uns vorher die andere suchen. Also ich pass auf, wir verbrennen eine und die nächste schmeiße ich dann gleich rein. Unverbrannt. Genau, unverbrannt. Wir machen das fast. Oh, sie kommt. Na, scheiße. Eine habe ich schon mal, eine Ziege. Okay. Eine hat Martin jetzt reingelegt, ohne Feuer. Ja. Die eine hatten wir ja verbrannt. Wo hat sie dich hin? Ich kann nicht mal das Inventar aufrufen, wenn ich ausgenockt bin. Wo bist du hin? Und aber ich das liege Gute draußen vorm Haus. Alles klar, ich sehe dich. Am Vordereingang. Ja. Ich werde die Ziege gleich, wenn ihr wieder oben seid, werde ich die ganze hinten rauslassen. Am Altar, hinten, wo wir den ersten Schlüssel her haben, immer. Da werde ich die hinplatzieren. Damit sie dort entlang läuft und eventuell zum Heu läuft. Ne? Das Beste, was wir machen können in dem Moment. Warte. Eine Ziege ist hier draußen vorm Haus. Okay, die hole ich. Also direkt davor, ne? Vordereingang oder außen? Vordereingang. Okay, habe ich. Ich hol sie. Da ist sie. Achso, du hast sie? Okay, ja, dann nur noch eine. Dann fehlt jetzt nur noch eine, oder? Ja. Wo ist nur noch eine einzige? Eine ist hinten beim Altar. Die habe ich da losgelassen. Wir haben genug dort an Material. Also Heu. Eine bringe ich jetzt letzte. Her. Sofern sie mir nicht wieder hören. Das ist die letzte. Geh kaputt. Heu liegt hier hinten bei dem, auf dem Weg zur Feuerschale noch. Ja, da haben wir genug liegen, aber wir müssen einen Vorderausgang besiegen. Eine Ziege ist neben der Opferschale. Ja, die soll da bleiben. Die habe ich da hingelegt. Die soll das Heu fressen? Die habe ich da extra hingemacht. Ach so. Damit sie dort bleibt. Ich hole jetzt gerade das nächste Heu. Wir müssen... Ich habe ein Heu. Wo ist die nächste Ziege? Die letzte? Oh. Das ist die Frage. Wo ist die Tante? Ich gucke gerade. Ich habe auch wieder ein Heu. Kann ich die hier auch loslassen, die Ziege? Oh, die hat das Heu schon fast weg. Ja, ich leg mal neues Heu hinten hin. Das ist dringend. Sie kommt. Oh, gleich ist das Heu weg. Nein, nicht dich, oder? Ich konnte nicht schnell genug rückwärts rennen. Aber ich habe noch einen Heuballen hingelegt an eine Feuerschale. Ich hab's Nee, hab ich nicht. Scheiße. Also, pass auf, die Ziege geht natürlich jetzt wieder ihre eigenen Wege. Ich muss schnell ein Heilungsbeck holen, weil die wird gleich wieder sauer. Ja. Die wird... So, warte. Und los. Da vorne ist die Ziege. Ich hab das Heu. Ich nehme die Ziege jetzt wieder. Die hat alles hinten aufgefressen? Ja. Tatsächlich. Und dann haut sie ab. So, pass auf, eine habe ich in der Hand. Eine habe ich. Ja, wieso? Das ist doch richtig. Und dann fehlt nur noch eine. Nein, es fehlt doch keine mehr. Es sind 7 Stück haben wir. Doch. 3 Stück haben wir hier. Eine in der Schale, 2 bei euch. Echt? Dann rein damit. Oh, schnell. Scheiße. So, hier, los. Dauernd fällt das dämliche Ding runter. Da vorne steht die alte. Oh, da müssen aber gleich da sein. Oh, Batterien aufgeladen. Ja, habe ich. So, ich warte, bis es geht. Komm, schneller. Komm. Jetzt. Ich wehr sie ab. Einer Schritt rein. Ich gehe ein bisschen entgegen hier. Sie kommt. Ich wehr sie ab. Jetzt sind sie ganz sauer. Ich nehme, einer muss andere abwehren, ein anderer muss abwehren, meine Batterie. Sie machen das. Sie hat mich, ihr beide könnt jetzt in Ruhe die eine Ziege noch verbrennen. Wo ist die letzte? Genau, da. So, ja, trag mich bis sonst wohin. Ich versuch dich zu retten. Also ich bin auf jeden Fall nicht ganz auf dem Dachboden. Ich bin vor der Eingangstür. Ich versuch dich zu retten. Ich bin gleich bei dir.
Ich schaff's, komm, komm, komm! Ich komm dir auf der Treppe entgegen. Ich schaff's! Ich schaff's! Ja! Ah, sie schwebt schon weg. Sie schwebt schon Richtung Opfertisch. Alles klar. Schafft. Cool. Auf zum Altar. Das war auf jeden Fall mal richtig sauber, das Ding. So macht das Spaß. So ist es richtig, genau. Ja. So, jetzt leidest du. Das nennt man eine ordentliche Hexenverbrennung. So muss das im Mittelalter gewesen sein. Aber ich krieg da wirklich mal Zeit auch hören. Da. Hey, wenn die ausrastet, krieg ich Schreie. Immer wenn sie ausrastet. Wir haben sie endlich. Ja. Wieder einen Schritt weiter voraus. Genau. So, und jetzt können wir grillen. Ja, jo. Hat jemand was dabei? Also Homestick, ein Ziegenkotelett. Ja, das können wir auch. Ja, so eine schöne Ziegenkotelett. Ja. Nein, nicht dich, oder? Ich hab's Nee, hab ich nicht. Scheiße. Also, pass auf, die Ziege geht natürlich jetzt wieder ihre eigenen Wege. Ich muss schnell ein Heilungsbeck holen, weil die wird gleich wieder sauer. Die wird